Scheiße, Freunde. Oder wie sagt man in Italien? Das haben wir ja mittlerweile gelernt. Benvenuti. Benvenuti. Zur zweiten Folge aus Italien. In der letzten Woche haben wir euch die Emilia gezeigt, unsere 10 liebsten Tipps. Und das ist ja schon mal richtig gut angekommen. Darum setzen wir die Serie diese Woche gleich weiter. Und jetzt geht es darum, was kann man denn in der Romagna erleben? Und Romagna als so sagt euch vielleicht wenig, aber wenn ich sage Rimini oder Ravenna oder die ganzen Orte an der Adriaküste, dann sagt ihr bestimmt, ach so, da, ja klar kenne ich das. Wir waren auch ganz kurz am Meer, aber im Hochsommer ist das nicht unbedingt unser Ding. Deshalb zeigen wir euch in diesem Video die coolsten Tipps im Hinterland. Alles weg von der Adria in den Bergen, die schönsten Stellplätze, die besten Restaurants, die coolsten Kajaktrips, weil da gibt's richtig, richtig viel Tolles zu erleben. Na, habt ihr Lust? Und dazu kommen Tipps, wie ihr euch so ein bisschen vor der Hitze schützen könnt, wie ihr einfach der Hitze so ein bisschen entflieht. Das alles in diesem Video. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Und jetzt würde ich sagen, lasst mir gleich los mit dem ersten Tipp. Und wir beginnen gleich mit einem der absoluten Highlights in der Romagna. Wir sind am Stausee Ridracoli und schaut euch mal diese Farbe dieses Wassers an. Es ist so unglaublich schön und noch cooler ist, ich habe noch nie davon gehört vor dieser Reise. Dabei ist das so ein wirklich tolles Ziel. Hier seht ihr die Staumauer, die ist extrem hoch, extrem imposant. Wir machen uns jetzt aber auf durch dieses Tunnel. Ganz schön angenehm kühl bei diesen Temperaturen, denn wir wollen Kajak fahren. Das kann man hier auf dem Stausee und wir sind auch schon unterwegs. Schaut euch die Farbe an, es ist wirklich ein Raum. Ja, wir paddeln gut eine Stunde über den ganzen See. Wir haben einen Guide dabei, der uns ganz viel Spannendes über diesen See erklärt, denn der ist ganz besonders und auch der Wald drumherum ist ganz besonders. Der Wald, der wurde nämlich seit vielen, vielen Jahren nicht mehr betreten, der ist UNESCO-Weltkulturerbe und wer da drin alles lebt, das weiß man gar nicht so genau. Hier seht ihr ihn, unseren Guide, und der hat sich richtig viel Zeit genommen, um uns alles zu erklären. Ja, und hier sind wir auch schon wieder zurück an unserem Ausgangspunkt, es war wunderschön. Und ich dachte, das sei einfach eine Kanutour. Es war eine richtig spannende Kajaktour, die wir hier über den Stausee gemacht haben. Dieser Stausee, das ist reines Trinkwasser, der ganz viele Städte hier in der Romagna versorgt und die ganze Küste. Also Rimini und alles, was da dazugehört, das ist das Trinkwasser, das die Leute da trinken. Also diese Kanutour oder Kajaktour ist wirklich was ganz, ganz Besonderes. Und der Enrico, der macht das richtig cool. Der hat uns gefesselt mit seinen Erzählungen. Und ja, wir werden uns dann erinnern, wenn wir an der Küste sind, wo das Wasser dann herkommt, was wir da aus dem Hahn kommen. Der Stausee, der hat aber noch mehr zu bieten. Zum Beispiel ein kleiner Imbiss, wo frisch gekocht wird. Ein richtig tolles Team, das da dahinter steckt. Und wir konnten natürlich nicht Nein sagen, als sie uns gefragt haben, ob wir da essen wollen. Wir sind ja hier mit einer Kooperation unterwegs und man muss sagen, die Menschen hier, die wollen einfach nur das Allerbeste und so sind sie nicht nur zu uns, sondern so sind sie wirklich zu allen und hier dran sieht man, wie groß die Gastfreundschaft ist. Also das ist ja wohl wieder der Hammer. Kennt, der weiß, ich reise, um zu essen. Für mich geht jedes Land durch den Magen und schaut euch mal diese Platte an. Alle Leckereien der ganzen Romagna ist da vertreten. Ja, wir machen noch einen Schritt weiter, denn nebst dem Stellplatz und dem Stausee gibt es auch noch ein Museum, das Ökomuseum der Gewässer. Hydro-Museum heißt das Ganze und es ist an diesem Nachmittag extrem heiß und da sind wir froh, dass wir uns ein bisschen nach drin verziehen können. Auch hier haben wir einen Guide mit dabei, der uns erklärt, was es hier alles zu sehen gibt. Denn wie gesagt, in dem Wald leben richtig viele Tiere, unter anderem diese hier. Und hast du gewusst, dass unter einem Horn ein Knochen steckt? Das haben wir auch gelernt. Aber natürlich geht es im Grundsatz ums Wasser, um den Stausee. Hier seht ihr ihn einmal von oben. Und wir bekamen richtig viele Infos und wissen jetzt, warum es da einen Stausee gibt und ja, was der so für eine Funktion hat.
Danach ging es zurück auf den Stellplatz. Der ist richtig cool, den können wir euch nur empfehlen, denn der hat auch eine Dusche, Frischwasser, alles was man braucht, dazu zwei oder drei Grillstellen sogar. Und ja, jetzt heißt es erstmal Markise ausfahren, denn es ist ganz schön heiß an diesem Nachmittag, und genießen. Und nach dieser Kanutour, die richtig heiß war, und auch das Museum, was wirklich auch genug warm war, ist es höchste Zeit zu duschen. In diesem Zuge möchte ich euch ein neues Produkt von Wellies and Hills vorstellen, und zwar den Wechselponcho. Ja, der heißt wirklich so, der ist richtig cool. Und zwar muss man sich da nicht für eine Farbe entscheiden, sondern man kann den umdrehen und innen hat er eine andere Farbe. Ihr kennt es alle, diese Ponchos, ich liebe sie, denn immer wenn auf einem Campingplatz zu wenig Platz ist in der Kabine, dann bin ich richtig froh um das Teil, denn ich habe darunter nichts an, kann einfach den Poncho mitnehmen in die Dusche und hinhängen, das zeige ich euch gleich. Aber das Unternehmen Wellies and Hills, das sagt euch sicher was. Wir haben ja auch schon die Handtücher vorgestellt, richtig, richtig gut, kein Mikrofaser, sondern wirklich Bio-Baumwolle, und das habe ich einfach am allerliebsten. Bio-Baumwolle, das ist auch dieser Poncho, und das ist so angenehm zu tragen, ich liebe das. Man kann sich sogar so ein bisschen abtrocknen damit, und das ist wirklich richtig praktisch. Aber jetzt zeige ich euch die Anwendung, die ist nämlich viel wichtiger, und das machen wir in der Dusche von diesem Campingplatz. Die ist nämlich genau gemacht dafür, die hat überhaupt keinen Platz. Und da sind wir nun in der Dusche. Eigentlich eine richtig schöne Dusche, aber ihr seht es, man hat einfach keinen Platz. Und wir kennen das alle. Wenn wir in so einer Dusche duschen, dann werden sowieso immer alle Kleider nass. Entweder fallen sie zu Boden, man kann sie nicht aufhängen. Und dafür ist dieser Poncho, dieser Wechselponcho von Wellies and Hills einfach genau das Richtige. Denn eigentlich hätte ich ja nichts drunter an, das versteht ihr wohl alle. Aber auf YouTube ist das ja so eine Sache mit Nacktheit, ne? Und dann zieht man den ab und hängt den einfach an den Haken hier dran. Und nach dem Duschen nimmt man den wieder, macht sich kurz ein bisschen trocken und zieht den wieder an und geht aus der Dusche. Ich mag das einfach extrem, nichts in der Hand zu haben und einfach so duschen zu können. Ja, wirklich eine coole Sache, dieser Wechselponcho von Wellies and Hills. Und jetzt haben wir endlich mal wieder einer der beliebten Rabattcodes für euch. 5 Come With Us To gibt 5 Euro Rabatt auf euren Einkaufskorb. Wellies and Hills, wir können das Unternehmen wirklich nur empfehlen. Richtig tolle Menschen dahinter mit tollen Produkten, unter anderem ja auch den Handtüchern. Checkt das unbedingt mal aus. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Shoppen und anschließend natürlich auch beim Duschen. Frisch geduscht, kommen wir auch gleich wieder ins Schwitzen. Wir haben unsere Fahrräder ausgepackt und radeln zusammen mit Luigi und Vanessa durch Terra del Sole. Genauer durch die Weinberge, die sich dahinter verbergen. Ihr seht, hier ist alles voller Reben und Moment mal, da sind aber auch Olivenbäume. Ja, und genau zu so einem Ort radeln wir jetzt hin, denn es geht zu einer Olivenöl- und Weindegustation, erst aber noch hier an diesem schönen Aussichtsturm vorbei und weiter Hügel auf und Hügel ab. Es ist ganz schön warm an dem Tag und daher freuen wir uns, dass die Degustation in einem klimatisierten Raum stattfindet. Salute. Gianluca, der Besitzer von Tinuta und Benita, führt uns als erstes durch die Olivenölproduktion, wo uns auch erklärt, was denn der Unterschied zwischen italienischem und griechischem Öl ist. Danach gibt es lecker Mittagessen, die haben extra den Grill angeschmissen, damit wir erstmal gut was essen können, bevor es dann mit der Degustation losgeht. Und da beginnen wir ganz speziell, denn das ist Eiscreme Fior di Latte, also eine sehr neutrale Geschmacksrichtung, und darauf kommt das erste Olivenöl. Und auch wenn das im ersten Moment verkehrt klingt, das schmeckt so unglaublich gut. Danach folgt das Essen und wir haben gelernt, man muss das so einziehen. Das, ja, gab ganz witzige Geräusche und boah, war das scharf. Aber lecker. Also wir können es euch nur empfehlen, da mal eine Olivenöl-Degustation zu machen und so ein bisschen in die Finessen dieses wahnsinnig leckeren Produkts eingeführt zu werden. Schon fast zurück am Ausgangsparkplatz machen wir mit unseren Fahrrädern aber noch einen Stopp beim Palazzo Pretorio in Torre del Sole. Eine riesige Festungsanlage, und auch hier kriegen wir eine Führung und werden so eingeführt, was denn
das auf sich hat, wie man früher gelebt hat. Hier ist auch noch alles eingerichtet wie anno dazumal. Und dann geht es die steilen und engen Gänge hinunter, denn unter der Festung befindet sich ein riesiges Labyrinth an Zellen. Die musste man ja in gebückter Haltung erkunden. Und da gab es dann auch so eingeritzte Striche. Man nimmt an, dass es die Dauer ist, wie lange dass die Leute da eingesperrt waren. Viel Geschichte und viel anzuschauen. Ein ganz schön spannender Ausflug, diese Fahrradtour hier mitten durch die Hügel von Terra del Sole. Wir kommen zum dritten Tipp und der ist wirklich ganz, ganz besonders. Wir sind in einem kleinen Dörfchen unterwegs und besuchen Luigi. Luigi, der hat eine Violinenwerkstatt, eine Holzwerkstatt, wo er seit vielen, vielen Jahren selber Instrumente herstellt. Und ich kann euch sagen, wenn man da drin steht, in dieser Werkstatt, dann fühlt man sich viel mehr wie in einer Filmkulisse. Es ist unglaublich, was der alte Herr hier alles angesammelt hat und mit welcher Geschicktheit er die ganzen Instrumente herstellt. Er ist weit herum bekannt für seine Kunst, für sein Handwerk und hier seht ihr, er bemalt die ganzen Instrumente sogar selbst. Ja, so sieht seine Werkstatt aus und ja, ich würde einfach sagen, das muss man auf sich wirken lassen. Das ist wie aus einer Filmkulisse und ja, wie sagt man so schön, wenn der Himmel voller Geigen hängt? Hier bei Luigi ist das so. Wir haben uns richtig wohl gefühlt, haben viel über Holz und Instrument erfahren, aber natürlich auch über sein ganzes bewegtes Leben. Für Tipp Nummer 4 parken wir unseren Camper Meier auf dem Camping Aquacheta in San Benedetto in Alpe. Und hier sind wir deutlich in den Bergen. Und das ist ein weiterer Zusatztipp für euch, denn wer kühlere Nächte mag, der muss in die Höhe fahren. Vom Campingplatz aus können wir dann am nächsten Tag direkt zu Fuß loslegen. Wir sind auf dem Weg zum Wasserfall Aquacheta, zusammen mit Laura, einer Vollblut-Italienerin und leidenschaftlichen Wandererin. From Tuscany, came here to find a kind of, you know. Natürlich kann man die Wanderung auch alleine machen, aber für uns ist es halt einfach spannend mit Laura, weil sie uns immer wieder Einblicke gibt, was es hier noch alles drumherum zu sehen und zu erleben gibt. Wir sind angekommen beim Wasserfall bzw. beim Aussichtspunkt, weil wenn man zum Aussichtspunkt hoch will, dann ja, muss man tatsächlich noch mal ein bisschen hoch. Der Weg war wunderschön durch den Wald und jetzt hier der Ausblick auf diesen Wasserfall, der echt gigantisch groß ist, das ist schon sehr toll. Wir haben Glück jetzt, weil im Juni war es sehr regenreich in Italien, weshalb der Wasserfall auch immer noch Wasser hat. Im Winter soll er wirklich extrem beeindruckend sein, weil das hier, sagt unsere Führerin Laura gerade, das sei nur so ein ganz kleines Schmankerl von dem, was der Wasserfall eigentlich kann. Nur ein paar Minuten weiter kommt dann noch ein Wasserfall und der ist richtig beeindruckend, weil man so nah hin kann. Im Becken darunter kann man sogar rein und schwimmen gehen. Das Wasser ist aber schon wirklich eiskalt. Ja, ich habe mich dann dagegen entschieden und auf dem Rückweg diesen kleinen Kerl hier gefunden und muss ihn gleich mal hochheben und mir genauer ansehen. Dann ging es zu Fuß zurück zum Camper. Wieder denselben Weg. Man könnte auch eine Rundtour machen. Haben wir uns jetzt dagegen entschieden, weil ja, das Tal an sich, das war schon so wunderschön. Das können wir auch gerne von der anderen Seite her nochmal anschauen und bestaunen. Für Ziel Nummer 5 fahren wir ein paar Kilometer weiter. Die Straßen in der Romagna, die machen richtig Spaß unterwegs zu sein. Und unser Ziel ist ein Vulkan. Ja, ihr habt richtig gehört. Der kleinste Vulkan, den es wahrscheinlich gibt, auf dem Monte Busca. Ein paar Schritte sind es nur dahin vom Parkplatz und was soll ich sagen, es ist wirklich der kleinste Vulkan, den wir je gesehen haben. Die Geschichte dahinter, ja, die ist auch nicht so ganz klar, aber um den Vulkan anzuschauen, lohnt sich dieser Abstecher allemal. Die Stadt Faenza ist weltweit für Keramik bekannt. Hier gibt es das internationale Keramikmuseum, das man sich auf keinen Fall entgehen lassen darf. Wir kriegen eine Führung und lernen wieder sehr viel spannende Fakten.
And the line is a curvy line that moves through. Wusstet ihr zum Beispiel, dass man als allererstes Krüge getöpfert hat, weil Teller, die waren dazu mal einfach nicht nötig. Man hat von Hand einfach alle zusammen aus dem Topf gegessen. Deshalb ist Tafelgeschirr erst viel später dazugekommen. Ja, und solch spannende Fakten, das lernt man hier im Museum für Keramik. Und alle 2 Jahre findet ein international ausgeschriebener Keramikwettbewerb statt mit 25.000 Euro Preisgeld. Also wirklich cool. Cool ist aber auch die Stadt Faenza selber. Schaut euch mal den Brunnen hier an. Denn wir sind hungrig und haben uns nach dem Museumsbesuch nur ein paar Gassen weiter das hier bestellt. Burrata einmal als Salat und mit Schinken dazu oder hier Burrata auf getoastetem Brot mit Grieben. Wow, so lecker. Das vielleicht größte Highlight dieser Reise ist dieses Glas hier, denn das ist kalter Kaffee, Kaffee Frappé, genauso wie in Griechenland, exakt genau gleich. Das hatte ich schon seit 2 Jahren nicht mehr und ich liebe das. Und das ist natürlich jetzt ein Highlight, dass es das wirklich so auch in Italien gibt, habe ich nicht gewusst. Und das alleine ist ein Grund, hier in die Romagna zu fahren. Und mein Grund, warum ihr nach Faenza fahren müsst: von Montag bis Samstag findet jeden Tag ein Straßenmarkt statt. Diamo Faenza. Und dann sind wir ans Meer gefahren. Für genau eine Stunde. Ja, das ist nicht unsere Art des Urlaubs. Darum schnell wieder weg, schnell ins Hinterland. Und hier im Ort haben wir einen Stellplatz gefunden, der einfach leer war. Wir waren ganz alleine und das in der Hochsaison mitten in den Schulferien. Also das funktioniert und das Örtchen, das wir hier kennengelernt haben, den Namen, den seht ihr unten, das ist so hübsch, so pittoresk. Ihr seht gleich, ja, was will man mehr als noch eine Vespa, die durchs Bild fährt. Es war so ein perfekter Abschluss dieser Reise, den letzten Abend in diesem Ort zu verbringen. Es hat wunderschöne Gaststätten, ganz viele Bars und Restaurants und wir haben es uns natürlich auch nicht nehmen lassen, den ersten Negroni der ganzen Tour zu trinken. Noch kurz Abendessen und dann war es schon vorbei. Ihr seht es, es muss nicht immer das Meer sein. Überhaupt nicht. Ich glaube, wir haben euch genug Tipps an die Hand gegeben, dass es noch viel mehr gibt in der Romagna. Und natürlich könnt ihr das ganze Jahr über machen. Und der Strand, der soll dann auch irgendwann wirklich in der Nebensaison richtig ruhig und entspannt sein. Also dann kann man sich mir vorstellen, dass der Abstecher ans Meer dann auch wirklich richtig schön ist. Aber zur Hochsaison, wo wir jetzt waren, da hat es uns wirklich hinten besser gefallen. Wie seht ihr das? Eher genau, Typ, gleich, genau, genau, eher Typ Meer oder Typ Hinterland. Ihr habt es gesehen, viel Wasser gibt es auch im Hinterland. Diese fantastische Kanutour über den Stausee, das war mega schön, auch wenn man leider nicht baden darf. Aber der Wasserfall, wo wir dann auch noch hinten waren, kurz vor dem Meer, also das war für mich schon wirklich ein absolutes Highlight. Also schreibt uns unbedingt unten hin, seid ihr Team Hinterland oder Team Meer, muss es immer der Strand sein und schreibt uns unbedingt auch, wie euch dieses Format gefallen hat. In dem Sinne sagen wir auch schon wieder Arrivederci. Und bis irgendwann. Wir hoffen, dass wir uns dieses Jahr sicher nochmal melden. Es stehen viele Messen an. Wir sind in Wels, wir sind am Swiss Caravan Salon vertreten. Aber da werden wir dann nochmal ein kurzes eigenes Video dazu machen. Dann wünschen wir euch einen schönen restlichen Sommer. Und wir hören und sehen uns hier einfach wieder. Bis bald. Tschüss. Arrivederci.